Herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Hypnosalon. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Manfred Prier und mit dabei sind auch Frauke Niehus, der wir den Impuls und die Idee zu diesem Hypnosalon verdanken. Frauke Niehus ist in Gießen. Hallo Frauke, grüß dich. Manfred, hallo alle. Außerdem ist aus Graz Lisa Stehling dabei, die uns technisch unterstützt. Hallo Lisa. Hallo, hey. Und ganz besonders herzlich begrüße ich natürlich aus Basel Gisela Perren-Klingler. Hallo Gisela. Hallo zusammen alle. Ich kenne und schätze Gisela schon sehr lange, aber es gab immer wieder Phasen und Zeiten, wo wir uns wenig gesehen haben, weil Gisela in Südamerika, im Libanon, in Afrika und sonst wo unterwegs war, wo Trauma eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns und wo man Fortbildung in Traumatherapie immer weiter auf das Wesentliche reduzieren muss, weil man einfach nicht jahrelange Fortbildungen machen kann. Vor 3 Jahren habe ich dann einen Workshop bei Gisela mitgemacht, zur Arbeit mit Menschen nach extremen Belastungen. Und davon war ich so begeistert, dass ich dachte, ach, das muss jeder wissen, davon muss jeder erfahren. Und so habe ich dann Gisela zu einem 2-tägigen Trauma-Konzentrat-Workshop nach Kriftel eingeladen. Und diesen habe ich filmen lassen von meinem bewährten professionellen Kamerateam. Und so gibt es jetzt diesen Workshop auf DVD und auch auf Streaming. Der ist zu einem Preis von einem guten Fachbuch zu haben. Und für Sie, die Sie hier im Hypnosalon mit dabei sind, habe ich noch einen Gutscheincode errichtet, wo Sie den ganzen 2-tägigen Workshop, wenn Sie sich später mehr dafür interessieren, noch um 30% ermäßigt bekommen. Und den Gutscheincode, den stellt die Lisa gerade in den Chat. Und im Chat finden Sie auch später noch einen Link zum Methodenschatz, weil im Methodenschatz von Frauke Niehus sind die PowerPoint-Folien und das Handout zum Vortrag von Gisela hochgeladen und können da kostenlos runtergeladen werden. Ja, ich freue mich sehr, dass Gisela uns nun die 5 grundlegenden Techniken jeder wirksamen Traumatherapie vorstellen wird und übergebe an dich, Gisela. Schön, dass du da bist und ich freue mich über das und auf das, was du uns zu sagen hast. Vielen Dank, Manfred. Vielen Dank auch, Frauke, fürs Organisieren und Lisa. Und ich versuche jetzt gleich mal hochzuladen. Seht ihr es? Ja. Okay, gut. Liebe Zuhörende, woher ihr immer seid, ich nehme an, aus dem deutschsprachigen Raum, aus der Schweiz, aus Deutschland, vielleicht aus Österreich und ich weiß nicht, was sonst noch, woher sonst noch. Ich freue mich, hier zu sein, weil es für mich immer Spaß macht, mit Interessierten zusammenzuarbeiten. Ich denke jetzt da besonders auch an Manfred und an Frauke, aber ich nehme an, auch ein paar von den anderen sind interessiert, etwas zu hören über das. Ich habe lange mit Manfred über Punkte und Techniken gesprochen als Titel. Und er hat jetzt gesagt, Techniken. Ich würde eigentlich sagen, dass es Techniken sind, die aufgebaut sind auf 5 verschiedenen essentiellen Punkten im Umgang mit Menschen, die eine Gewalterfahrung gemacht haben. Und ich habe ja das Wort Trauma, mindestens in der Schweiz, vor bald 40 Jahren eingeführt. Ich hieß dann auch Madame Psychotrauma und unterdessen brauche ich das Wort nicht mehr, weil es permanent missbraucht wird. Ich habe kürzlich einen Vortrag gehört über den Konflikt Aserbaidschan, Armenien und das wird auch erklärt mit Trauma vor allem anderen. Und das ärgert mich, weil man Dinge, die an sich einen Sinn hätten, als Worthülsen dann für anderes braucht, was nicht keinen Sinn mehr gibt. Also bitte alle Detektive unter euch, überlegt oder hört zu und fragt euch, wie manchmal ich das Wort Trauma am Ende dann benutzt habe. Gewalt produziert Stress und das ist eine Transinduktion.
Denn jegliche Art von Gewalt führt zu einem Stress, der das Überleben garantiert. Und Stress ist natürlich eine Reaktion des Menschen, die dem Menschen ermöglicht hat, zu überleben, schon als Urmenschen, wenn dann der Säbelzahntiger kam oder das Nashorn oder ich weiß nicht was, der Tiger. Und einerseits verdankt mit diesem Stress sehr viel, andererseits ist der Stress, der immer noch entsteht, manchmal nicht sehr sinnvoll bei uns, weil wir ja in unseren anderen Bedingungen Stress erleben und überleben müssen. Stress ist aber auf jeden Fall ein adaptives Wunder. Es rettet uns. Stress rettet uns. Und Stresskonsequenzen hat man nur, wenn man überlebt hat. Sonst sieht einen nur noch nicht mehr der Psychotherapeut oder der Helfer, sondern nur noch der Pathologe. Wichtig ist aber, dass im Nachhall dann Stress belasten kann, auf der biologischen Ebene, auf der Psycho- und auf der sozialen Ebene. Und das Schlimme ist, dass er sich chronifizieren kann. Das macht krank. Vorher alles andere ist ja gesund. Stress kann man auf zwei Arten konzipieren. Die meisten von euch kennen das Konzept von Cannon und Selye, wo Stress primär als sympathikusbedingte Reaktion, Adrenerge Reaktion konzipiert ist, vor ziemlich genau 100 Jahren damals erarbeitet. Unterdessen wissen wir auch etwas über den Nervus vagus in der Polyvagaltheorie von Porges. All das sind so kann man den Stress heute relativ gut konzipieren als biologisches Phänomen. Es ist aber wichtig, dass es auch Stress auch als soziales Phänomen konzipiert werden kann. Ich nehme an, dass ihr am Ende des Vortrags ein bisschen besser begreift, wie. Das war Hopfold, der hat vor ungefähr 20 Jahren das erarbeitet und ich finde, er hat ganz wesentliche Dinge herausgefunden, hat auch von der International Society of Traumatic Stress einen großen Preis gekriegt für diese Arbeit. Stress in der biologischen Sicht entsteht, wenn Bedrohung wahrgenommen wird. Bedrohung ist etwas, was wir nicht bewusst wahrnehmen primär, sondern über die Neurozeption, das ist so ungefähr der sechste Sinn, vorbewusst die Dinge, den Stress provoziert. Und in dem Sinn führt der Stress oder führt die Neurozeption zu einer Aktivierung und Deaktivierung von verschiedenen Anteilen des autonomen Nervensystems. Der Parasympathikus wird deaktiviert, da kommen wir gleich nochmal darauf zurück, und dadurch, durch weniger Hemmung, durch den Parasympathikus, aktiviert sich der Sympathikus, also das adrenerge System. Daraufhin entsteht eine hormonale Stresskaskade über die Hypophyse bis in die Peripherie raus, also bis zu den Nebennieren. Und es wird gleichzeitig im Hirn werden verschiedene Kerne aktiviert und andere Kerne deaktiviert. Das ist wichtig nachher fürs Verständnis. Parasympathikus, Hippocampus und Amygdala sind drei wesentliche Mitspieler in der Stressbewältigung, aber auch eben im Nachhall. Im Stress selber deaktiviert der myelinisierte Parasympathikus, das ist der Parasympathikus, den nur die Säuger haben. Er deaktiviert sich. Der Parasympathikus, der sich deaktiviert, der myelinisierte, führt zu Gefühllosigkeit. Und das habe ich extra in Anführungszeichen, ist die peritraumatische Dissoziation. Und es wird gleichzeitig der Sympathikus aktiviert durch Enthemmung. Damit wird gleichzeitig auch das ganze adrenerge System im Hirn aktiviert und unter anderem die Amygdala, von der wir relativ viel mehr wissen, und das ist ja die Nachbarin des Hippocampus, die Amygdala wird hoch erregt. Die Amygdala ist nicht das Organ der Angst, wie viele Leute immer wieder sagen, sondern es ist das Organ oder der Hirnkern, der das Erregungsniveau steuert. Wenn die Amygdala ruhig ist, ist das Erregungsniveau des Hirns geringer.
Und wenn sie erregt ist, dann ist auch das ganze Erregungsniveau des Hirns höher. Der Hippocampus, das ist gerade der Nachbar der Amygdala im Mittelhirn, der ist serotoninerg. Der wird abgeschottet, wenn die Amygdala aktiv wird, zu aktiv wird. Es hat mir mal ein Psychoanalytiker gesagt, ja, er könnte das gut verstehen, das würde verhindern, dass das Gedächtnis, der Hippocampus, verbrenne. Kann man vielleicht so sagen, er wird eben geschützt durch das abgeschottet werden, er wird deaktiviert und übernimmt keine Information mehr. Und dadurch, dass der Hippocampus abgeschaltet wird, wird auch der präfrontale Kortex deaktiviert. Der präfrontale Kortex, das ist der Teil, ein Teil, unterdessen ist er ja, sind sie ja alle diese Kerne in Unterkerne und Laterale und Mediale und Supra und Infra und so weiter unterteilt, aber der präfrontale Kortex wird aktiv, wenn man plant und wenn man an die Zukunft denkt. Ebenfalls wichtig für nachher das Verständnis der Reaktionen. Die Effekte der Stressreaktion bei Menschen führen zu verschiedenen Dingen, die man ganz simpel sagen kann. Es gibt eine erhöhte Muskelkraft, und zwar ist es die willentliche Muskulatur und es ist die unwillentliche Muskulatur. Man hat mehr Kraft, man kann kämpfen, man kann fliehen und man kann aber auch, wie es so schön im Volksmund heißt, vor Angst in die Hose machen. Das ist eben die nicht willentliche Muskulatur, die ebenfalls aktiviert sich und sich kontrahiert. Man kann auch erbrechen, man kann einen asthmatischen Anfall kriegen, etc. Gleichzeitig damit verringert sich die Empfindung körperlich und psychisch. Es wird dissoziiert. Und zwar werden Emotionen dissoziiert und es wird alles Lebenswichtige im Körper primär mal runtergefahren. Man spürt nicht, wenn man müde ist. Man spürt nicht, dass man Hunger oder Durst hat. Das ermöglicht eben kämpfen oder fliehen. Und das Dritte ist, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr peripher und breit, so wie sie normalerweise ist, wenn wir unter anderen Menschen sind. Und wie ich jetzt auch versuche, breit zu sein, obwohl ich alles fokussieren muss auf meinen Bildschirm. Die Aufmerksamkeit wird fokussiert, das kann gehen bis hin zum Röhrensehen. Man sieht nicht mehr, was drumherum passiert. Wir kennen das bestens von Rettungskräften, die dann vor lauter Fokussierung ihrer Aufmerksamkeit im Stress die eigene Sicherheit vergessen. Diese drei Gruppen von biologischen Reaktionen sind universal. Man trifft sie überall an, in jeder Kultur. Es ist biologisch. Und es ist die gesunde Überlebensstraße. Nun ist es so, dass wenn der Mensch quasi der Gefahr entronnen ist, er nicht einfach zur Norm zurückkehrt, sondern der Körper muss die biologischen Reaktionen, wo er das ganze Potenzial ausgefahren hat, langsam wieder zurückholen. Und das kann Tage oder Wochen gehen. Der Mensch bleibt weiterhin übererregt, sympathisch, also sympathikusbedingt, das ist nicht immer sympathisch, aber sympathikusbedingt bleibt er übererregt. Dafür braucht man dann Stressmanagement. Der Mensch ist nicht mehr nur fokussiert auf das, was passiert ist, sondern er ist in seinen Erinnerungen jetzt fokussiert. Und er kann fokussiert sein, indem er unwillentlich visuelle Flashbacks kriegt, auditive Flashbacks kriegt, olfaktive, körperliche Flashbacks kriegt. Und sehr, sehr wichtig, und das vergisst man gerne, besonders wenn man viel mit Erwachsenen arbeitet, bei Kindern, traumatisches Spiel. Dieses Spiel wiederholt quasi das, was der erwachsene Mensch in Flashbacks oder in Albträumen wiederholt. Das ist ein Zeichen, dass der Hippocampus Mühe hat. Und der dritte Anteil der Reaktionen nach der Exposition ist die Vermeidung. Es gibt Vermeidung nach außen, postexpositionelle Phobien. Es ist gut, wenn man vor einem Säbelzahntiger Angst hat. Es ist nicht immer gut, wenn man vor jedem Auto Angst kriegt, nach einem Autounfall und so weiter.
Es ist nicht gut, wenn man nach schlechten Erfahrungen mit Polizisten irgendwo in der dritten Welt, dann auch in Mitteleuropa, den Polizisten offensichtlich aus dem Weg geht. Und das merken die Polizisten. Und dann werden sie natürlich neugierig. Und dann passiert alles wieder. Und dann hat man wieder eben Flashbacks. Das sind die drei. Das ist die Triade, die postexpositionelle Triade. Und das Wichtige dabei ist, dass Übererregung und Intrusion sich gegenseitig aufschaukeln. Die beiden anderen, Vermeidung hilft, die Übererregung runterholen, oder wenn ich keine Angst mehr haben muss vor dem Säbelzahntiger, weil ich mir aus dem Weg gehe, dann kann ich ruhiger werden. Und wenn ich mich dissoziiere, habe ich auch weniger Erinnerungen. Das ist, die anderen beiden sind relativ funktional, obwohl man sagen muss, dass wenn man mit Menschen zu tun hat, man immer aufpassen muss, wenn vermieden wird. Das ist der beste Prädiktor für spätere posttraumatische Belastungsstörungen. Was beobachten wir bei Menschen, die Stress exponiert waren? Sofort, nachdem quasi die Gefahr vorbei ist oder weniger ist, können die Menschen auf drei Arten reagieren. Es kann auch gemischt sein, selbstverständlich. Aber es gibt drei Grundreaktionsmuster. Das eine ist das Überaktive. Die Menschen wirken aggressiv, sie rennen rum, sie lachen, sie schluchzen, sie hyperventilieren. Es ist, die Aktivierung geht weiter, die Leute können auch nicht schlafen, sie sind unerträglich und häufig stehen sie schon ziemlich neben den Schuhen. Die zweite Gruppe ist die dissoziierte Gruppe. Die Gruppe ist geschockt, sie sieht geschockt aus. Der Volksmund sagt auch, sie sind geschockt. Der Mensch sitzt teilnahmslos irgendwo rum, an der Unfallstelle, dort, wo gerade die Explosion der Bombe gewesen ist, etc. Denkt an Kabul, gibt keinen Kontakt, gibt weder Antwort noch Blickkontakt. Da ist der myelinisierte Parasympathikus blockiert, dissoziiert eben den Menschen. Und häufig kann auch als letzte Notfallreaktionen der unmyelinisierte Parasympathikus aktiv werden, im sogenannten Todstellreflex. Die dritte Gruppe von Verhalten ist das regressive Verhalten. Die Leute werden wieder, ich sage es nicht wie Kleinkinder, aber wie Kinder, sie klagen, sie haben klebendes Verhalten, sie bitten um Aufmerksamkeit, sie bitten um Hilfe, aber nicht nach dem Motto, hilf mir, mir helfen, sondern hilf mir hier, ich bin ein Paket. Diese biologischen Reaktionen sind universal. Sie sind polymorph, wie Shalev sagt, aus Jerusalem. Das heißt, sie können eben auch wechseln. Also jemand ist heute überaktiv und morgen geschockt oder umgekehrt. Es ist Zeichen der Überlebenstrance. Dafür, um das, diese Anteile, diese biologischen Anteile sofort, aber auch später in Therapien beruhigen zu können, gibt es nur etwas. Man kann mit den Leuten nicht reden über das, weil solange man übererregt ist, solange man geschockt ist, solange man hilflos ist, kann man nicht hören und kann der Hippocampus gar nicht wieder in seinen Erfahrungen schöpfen. Die erste grundlegende Technik ist, direkt das Hirn anzusprechen über eine Atemübung. Es ist die Atemübung, die viele von Ihnen kennen. Das Ziel ist, dass der Mensch wie durch ein dünnes Röhrchen 5 Sekunden einatmet, langsam und sich nicht aufbläst, sondern nur 2/3 seiner Vitalkapazität braucht, vielleicht 1 Sekunde den Atem anhält, dann 5 Sekunden ausatmet und wenn möglich dazu noch summt. Das ist aus den Yoga-Übungen, weil im Yoga sehr viel Wissen über den Parasympathikus, den Myelinisierten, in Übungen umgebaut worden ist. Und eine davon ist eben die Stimmbänder wieder aktivieren. Das aktiviert auch den Parasympathikus und der aktiviert dann im Hirnstamm die ganze Beruhigung. Das Ziel dabei ist Ruhe und Sicherheit. Und ich rede nicht von der äußeren Sicherheit, sondern ich rede hier primär von der inneren Sicherheit, die sich eben errichten kann oder
Ergeben langsam wieder erarbeiten kann, wenn der Mensch ruhiger wird und merkt, dass er auch über seinen Atem anfangen kann, sich ein bisschen zu kontrollieren. Es wird, dass dabei wird, neurobiologisch gesehen, das adrenerge System beruhigt oder desaktiviert. Die Amygdala unter anderem und alle aufsteigenden serotonergen Anteile, weil der Parasympathikus sich über das Atmen wieder quasi einklinken und funktional machen kann. Das Zweite dabei ist, dass der Blut-pH, also die Säure im Blut, respektive die basischen Anteile im Blut und im Gewebe, dass die wieder gesenkt werden. Wenn im Blut der pH zu hoch ist, dann sind alle Vitalprozesse betroffen. Die Nerven können mit ihren Natrium-, Kaliumpumpen etc., auch die Muskulatur, können nicht mehr so funktionieren wie vorher. Und es gibt sehr viele somatische Symptome wie Zittern, Schmerzen, präkardiale Schmerzen, das Gefühl, ich habe nicht genug Luft etc. Und das Dritte, das ist wichtig und deswegen muss man es auch eine gewisse Zeit machen, 15 Minuten, 20 Minuten, weil die Blutchemie, die ändert sich natürlich nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern die muss sich langsam umändern. Und das Dritte ist das Abschwächen der Dissoziation. Wer atmet, seinen Atem spürt, auch hypnotische Technik selbstverständlich, der spürt langsam wieder, dass er lebt, wie die Luft durch seine Nase einfließt und ausfließt, dass er vielleicht warme Finger kriegt, wenn der Stress weggeht, etc. Also die Dissoziation wird abgeschwächt. Das ist eine grundlegende Übung. Die Übungen sind auch in der Reihenfolge so aufgeführt, wie sie eigentlich benutzt werden müssen. Und es ist eine aktuelle Hier- und Jetzt-Übung. Man arbeitet in der Gegenwart. Kommen wir nun zur sozialen Sicht von Stress durch Hopfoll. Hopfoll sagt, Stress entsteht, wenn es ein Ressourcenungleichgewicht gibt. Das reduziert die Bewältigungsmöglichkeiten. Das gibt es drei Situationen. Entweder, wenn ein Ressourcenverlust droht, Sie kriegen Stress, wenn Ihnen angesagt ist, dass innerhalb von den nächsten 10 Minuten der Staudamm bei uns in Mattmark, kurz vor Visp, dass der birst und dann hat man 20 Minuten Zeit, um das Haus zu verlassen und nur sich selber zu retten. Ist ja auch unterdessen in Deutschland leider in den letzten Wochen passiert. Stress durch Überschwemmung, Stress durch drohenden Verlust, natürlich dann auch durch tatsächlichen Verlust von Ressourcen, Ressourcen materieller Art, selbstverständlich auch Leben natürlich, aber viel auch Ressourcen von materieller Art, in anderen Gewalterfahrungen natürlich auch Verlust von Urvertrauen, von Verlust von Vertrauen in die Politik etc. Das letzte Ressourcenungleichgewicht entsteht dann, wenn man ganz viel Energie investiert hat in etwas, zum Beispiel Sanitäter, die eine Wiederbelebung machen, aber auch Studenten, die lange auf etwas lernen und dann im Examen durchfallen. Und die Sanitäter, die trotz massivstem Einsatz den Menschen nicht mehr wiederbeleben können. Das gibt massiven Stress. Man hat ganz viel gegeben und kriegt nichts dafür, nicht die Belohnung, dass man funktioniert hat, dass man gewonnen hat. Auf diese Ressourcenverluste oder auf dieses Ressourcenungleichgewicht gibt es emotionale Reaktionen. Sie sind unspezifische Reaktionen, sie sind auch kulturell relativ unterschiedlich und trotzdem gibt es sie überall, wenn man genau hinsieht. Man fühlt sich hilflos. Und Hilflosigkeit ist ja der größte Provokator von unangenehmen Gefühlen. Man verliert Dinge, wie ich gerade vorher gesagt habe, ob es jetzt das Urvertrauen ist oder irgendeine andere Ressource. Verlust führt immer zu Trauer. Und das ist immer auch zu beachten nach Stressexposition, dass Menschen auch traurig sein können über etwas, was sie verloren haben, nicht nur gestresst oder anderes. Und das Letzte ist, man hat Konfusion.
wenn man im biologischen Anteil immer wieder von Erinnerungen zurückgeholt wird an das, was vorher passiert ist, ist am Ende eine Konfusion der Zeit möglich. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt hier, auch der Ort natürlich, und jetzt dran bin oder ob es da und dort ist. Es können auch Werte unscharf, unsicher werden, besonders auch in der Situation, wenn Kinder mit Gewalterfahrungen konfrontiert werden. Die zweite grundlegende Technik, die für das, gerade auch diesen Anteil, für die Konfusion, für die Flashbacks aber auch und die Vermeidung wesentlich ist, ist das Erstellen einer Narrative oder eines Narrativs. Ich weiß nie richtig, wie es heißt auf gut Hochdeutsch. Das Ziel ist, dass es eine Klärung gibt dessen, was passiert ist. Das muss man meistens erarbeiten, weil nach Stresserfahrungen, Gewalterfahrungen am Anfang ein Chaos von dem, was passiert ist, so in einem Konglomerat. Und es braucht eine lineare Ordnung dessen, was passiert ist. Das muss aber in Sicherheit geschehen. Und die Geschichte muss in Sicherheit erarbeitet werden, sehr linear, so wie bei der NET, der Narrative Exposure Therapy, aber anders als bei der NET, unter Ablockung von Emotionen. Dazu gibt es zusätzliche Techniken, man erarbeitet Sicherheitssäulen und man als Intervenierender sieht man dafür, dass weder Emotionen noch Bewertungen kommen, sondern wir fragen sofort weiter, was passiert ist, wie es passiert ist, etc. Am Ende der Arbeit hat der Intervenierende für sich selber ein Narrativ. Das beginnt am Anfang, kurz vorher, als die Welt noch sicher war, mit der Sicherheitssäule. Das beginnt am Anfang und muss nun von A bis Z so präzise wie möglich in den Worten des Betroffenen nacherzählt werden. Bitte nicht aufschreiben. Von Anfang bis Ende nacherzählt werden in der Vergangenheit. Damit hat man indirekt schon ganz viele Dinge gereframed, in einen anderen Kontext gestellt. Man hat in der Geschichte drin die Vergangenheit verbal. In unseren Sprachen ist es ja sehr einfach, eine Vergangenheit herzustellen. Ich habe gesehen, ich habe gehört, etc. Zweitens wird sie nicht mehr die Geschichte in der Ich-Form erzählt, wie man das in der NET macht, sondern derjenige, der nacherzählt, erzählt es dissoziiert in der Sie-Form oder in der Du-Form. Und das ermöglicht, Ordnung zu schaffen mit einer linearen Ordnung. Das ist zentral wichtig, damit der Hippocampus am Ende irgendwann dann die Erinnerung aufnehmen kann. Der Hippocampus hat sehr gerne Ordnung. Und zwar Ordnung eben linear gesehen. In dieser zweiten grundlegenden Technik gibt es keine Emotionen. Emotionen sind kontraindiziert und führen zu iatrogener Schädigung. Es gibt Menschen, ich habe Patienten gesehen in Zweit- oder Dritttherapien, wenn ich sie fragte, was passiert sei, sagen sie, darüber rede ich nie mehr. Ich habe das einmal gemacht bei einem Therapeuten und dann bin ich so überrollt worden von meiner ganzen Emotionalität und meiner Panik und meiner Angst, das tue ich nie mehr. Und da muss man sehr viel Arbeit leisten, bis man überhaupt wieder so weit kommt, dass man eine Geschichte eben machen kann. Also Achtung vor der Iatrogenie. Aber selbstverständlich hat der Mensch auch Gefühle. Und die dritte grundlegende Technik ist die Technik der Erarbeitung des Gefühls. Aber es ist nicht das Gefühl von damals. Damals war ja der Mensch dissoziiert. Ja? Erinnern Sie sich an die zweite Folie, peritraumatische Dissoziation. Das Gefühl wurde damals nicht gespürt. Das kann ich jetzt nicht spüren. Hingegen kann ich jetzt, wenn ich dran denke, wenn ich die Geschichte noch mal gehört habe, jetzt ein Gefühl entwickeln, wenn ich nicht hochdissoziiert bin. Hier ist das Ziel. Und das ist manchmal Arbeit, es kommt darauf an, ob man mit einem Polizisten zu tun hat oder mit jemandem, der sehr nah bei seinen Gefühlen lebt. Das Ziel ist,
dass man das jetzt auftretende Gefühl wahrnimmt und klärt. Dazu muss man bitte, besonders in unseren kopflastigen Kulturen, das Gefühl über den Körper erarbeiten. Das ist ja eine typisch hypnotische, oder da gibt es verschiedene typisch hypnotische Techniken, ob es dann die hypnotisch fraktionierte Technik ist, die ich sehr gerne mache, wo man das Gefühl erarbeitet über die Submodalitäten, wie das schon Herr Vogt 1910 in Berlin gemacht hat. Ob man es Focusing nennt, ob man es Bodyscanning nennt, ist eigentlich wurscht. Es geht darum, dass der Mensch geführt wird und nicht einfach schwimmen lassen, gelassen wird, sondern geführt wird, das Gefühl immer spezifischer in seinem Körper wahrzunehmen. Und wenn er das Gefühl wahrnimmt, erst dann, wenn man alle Fragen durchgegangen ist und man das Gefühl hat, dass der Mensch, dass ich jetzt weiß, was das für ein Gefühl ist, nicht den Namen, sondern wie das Gefühl ist, ob es sich bewegt, ob es heiß, ob es kalt ist, ob es eine raue Oberfläche hat, etc., etc. Es lohnt sich manchmal auch, das nochmals wieder in den Worten des Klienten zu wiederholen. Dann muss das Gefühl benannt werden. Selbstverständlich brauchen wir alle auch, besonders in unseren Kulturen, eine Mentalisierung. Und das Gefühl muss als Gefühl benannt werden. Also es muss ein Substantiv benutzt werden, das ein Gefühl ausdrückt. Aus der Gruppe meistens von Angst oder Wut, Angst und Stress, Wut. Aus der Gruppe von Hilflosigkeit, Trauer oder Scham. Diese Technik ist eine sehr, ebenso sehr wie die Atmung, eine antidissoziative Technik. Man führt die Leute, am besten eben fraktioniert, zurück in ihren Körper. Sie mögen das gar nicht. Sie winden sich, besonders wenn sie gelernt haben, die Gefühle wegzudissoziieren, winden sie sich. Ich denke, es waren Polizisten oder andere Einsatzkräfte, auch Kollegen von mir, Anästhesisten und solche Leute, Chirurgen. Eine assoziative Technik, und wir arbeiten nur mit der Gegenwart. Das Gefühl von dem, was ich jetzt spüre, wenn ich an das Ereignis zurückdenke. Dieses Gefühl, wenn es nicht erarbeitet ist, bringt immer wieder den Rest der Geschichte hoch. In jeder möglichen und unmöglichen Situation kann es getriggert werden, solange das Gefühl nicht integriert ist, benannt ist und geriefremd wird. Das ist der nächste Schritt. Den dahinter verletzten Wert, solange man den nicht erarbeitet hat. Gefühle entstehen immer in Zusammenhang mit Werten, die für uns wichtig sind. Wir sind glücklich, wenn unsere Werte von Freundschaft, Liebe, Ehrlichkeit, was weiß ich immer, respektiert sind. Wir haben unangenehme Gefühle, Angst, Wut, Scham, Trauer, wenn für uns wichtige Werte verletzt worden sind in einer Gewalterfahrung. Und der verletzte Wert, der produziert diese unangenehmen Gefühle. Und dann kommen die Stressreaktionen dazu, die wie eine Lupe wirken, eine emotionale Lupe. Es wird alles noch viel größer und stärker. So wenig man in Schritt 2 warum fragen darf, das hat ja nichts mit dem Ablauf, mit der Narrative zu tun. So viel ist es hier erlaubt und unerlässlich, dass man warum fragt. Warum? Warum denkst du das? Warum spürst du das? Warum hast du dieses Gefühl? Und dass man sich langsam an den Wert des betroffenen Menschen annähert. Und es ist sehr wichtig, dass wir hier nicht interpretieren und nicht in die Gewalterfahrungstrance, in die man ja auch kommt, ist ja ansteckend, diese Trance, dass man in diese Trance kommt und sagt, ich weiß schon, worum es geht. Dabei geht es um etwas ganz anderes. Ich habe ein wunderbares Beispiel aus Zentralamerika von einer jungen Frau, die auf dem Weg zur Uni vergewaltigt wurde. Und was war ihr Wert? Was war ihr verletzter Wert? Das hat eine
Europäerin gemacht, die nicht, für die das nicht wichtig war. Ich dachte, als sie irgendwann so leidend anfing, in der Supervision zu erzählen, es ging um Jungfräulichkeit. Jungfräulichkeit ist ein zentral hoher Wert in Zentralamerika, weil das ist das Billett fürs Heiraten. Eine deflorierte Frau ist nicht mehr zum Heiraten, etc. etc. Und in dem Sinn ist es wichtig, dass man nicht die eigenen Werte benutzt, sondern dass man wirklich hört und Hypothesen erarbeitet, ja, keine Suggestivfragen stellt, sondern Hypothesen erarbeitet, bis man dann vielleicht eine Auswahl hat und dann fragt und dann kann irgendwo, kommt die Annäherung, ein Polizist, der mir dann sagt, wo ich sage, ja, war es das Schreck oder war das Horror oder was war, sagt, nein, ja, es ist fast das, aber es ist nicht ganz das, bis er das Wort selber fand, Entsetzen. Und das hat dann, das zeigt die Physiologie dann, dass das Entsetzen das Gefühl war, weil, kommt der andere Teil. Entschuldigung, Gisela. Bitte? Der Stream hat gestoppt gerade. Ja. Auf YouTube. Ich bin fast fertig. Ja, ich weiß, aber man kann dich nicht mehr hören, glaube ich. Oder vielleicht geht es auch weiter. Soll ich weiterreden oder soll ich warten? Ah doch, es geht jetzt doch weiter. Wenn man nochmal die Seite neu lädt, geht es weiter. Okay. In dem Sinn ist es, dass es wichtig ist, ist es wichtig, dass wir uns zurückhalten mit Interpretieren, sowohl beim Gefühl wie auch beim Wert, und wirklich dem Gegenüber das Recht geben, das zu spüren, was er hat, ohne dass wir ihm etwas anderes suggerieren. Denken Sie an die vergewaltigten Frauen und Freud, wo Freud sagte, vergewaltigte Frauen haben immer Schuldgefühle, weil sie es ja unbewusst wünschten, dass sie vergewaltigt würden, all dieser White Male Bock Mist. Ja. Wenn man Wert und Gefühl hat, kann man das unangenehme Gefühl normalisieren. Diese hilflose Wut ist total normal und natürlich, weil für sie die Jungfräulichkeit so wichtig ist. Und dass sobald der Wert benannt wird, entsteht eine andere Physiologie, die eben dem Wert entspricht, und damit wird das Gefühl gereframed. Man sieht die Physiologie, die kann ja nicht lügen, man sieht es dem Klienten an, wenn man es richtig gereframed hat. Als letzte, fünfte Technik kommt nun die Psychoedukation. Wir wollen beim Menschen Verständnis fördern für das, was mit ihm passiert ist, und ihn damit auch motivieren, Hausaufgaben zu machen. Die Hausaufgaben bestehen aus drei Teilen. Erstens muss der Mensch einen Schlussakt machen, mit dem man sich selber klar macht, dass das Ereignis in der Vergangenheit ist. Dieser Akt muss kurz nach der Sitzung stattfinden, in den nächsten 2-3 Tagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist reine Psychoedukation. Es wird erklärt, warum, wozu man täglich 2-mal während 20 Minuten die Atemübung machen muss. Während der nächsten 8 Wochen. Das ist ungefähr so lange, bis sich ein Gewalterlebnis so integriert hat, dass der Hippocampus es ablegen kann bei einem nicht belastenden Erinnerung. Und das Dritte ist, es muss mindestens 3-mal pro Woche während einer Stunde schweißtreibende Sportaktivität gemacht werden. All dies während 8 Wochen. Das ist, die Technik 5 ist eine Technik, die sich mit der Zukunft befasst. Und nachdem der Körper im Hier und Jetzt, der Hippocampus mit der Vergangenheit, mit der geklärten Vergangenheit und beruhigt werden oder bedient werden, ist die Psychoedukation mit diesen drei Anteilen auf die Zukunft gerichtet und ermöglicht, dass langsam der präfrontale Kortex auch wieder zu funktionieren beginnen kann.
Man könnte auch sagen, dass diese fünf Techniken reine angewandte Salutogenese sind. Ich nehme an, die meisten von euch kennen die drei Parameter der Salutogenese: Kontrolle, Verständnis und Sinnfindung. Es wird mit diesen fünf Techniken wird Kontrolle von Stress und Emotionen ermöglicht. Es wird Verständnis des Geschehens erarbeitet. Man kann nur verstehen, was man geordnet hat, und der eigenen Reaktionen darauf. Und es wird eine Sinnfindung als lange dauernder Prozess angestoßen. Und Menschen sind ja, Gott sei Dank, unglaublich resilient. Sie können ganz viel verkraften und erarbeiten, immer dann, wenn sie quasi mit dem, was passiert ist, auf der psychosozialen Ebene mit dieser Trance fertig werden und nicht ihre Umgebung mit ihrer Trance anstecken, sondern in eine Ressourcentrance zurückgeführt werden können. Zweitletzte Folie. Das Hirn ist eine Ressource und gleichzeitig ein Problem. Die Stressreaktion ermöglicht das Überleben. Doch das Hirn kann ohne Hilfe manchmal die Rückkehr zur Norm nicht leisten. Wir bewältigen auch wieder immer via Hirn durch Atmung und andere Körperaktivitäten. Alles, auch das Aktive, die Aktivitäten passieren ja über das Hirn schlussendlich. Sprache, Hirnfunktionen für Kognition und dann Emotion und die Werte. Und durch eine Integration dieser ganzen Anteile der biopsychosozialen Anteile, die betroffen waren, des ganzen Menschen, indem er integriert das, was passiert ist, durch Ordnung von Gefühlen und von Geschichte und von Biologie. Und das ist eine Art Detrance, respektive der Mensch kann aus einer Gewalttrance in eine sinnvollere, in eine Überlebenstrance wechseln. Was ist mein Ziel? Ich möchte eigentlich die Gewalterfahrungen, über die man heute so viel redet, dedramatisieren. Nach dem Motto, der Mensch überlebt. Die Frage ist, mit wie viel Leid, und die Frage ist, wo wir behilflich sein können, in verschiedenen Phasen nach der Exposition, wie wir behilflich sein können, dass die Menschen und Gruppen von Menschen, ganze Communities, das integrieren können und den Nachhall so integrieren können, dass sie sich als Überlebende erleben. Die menschlichen Grundreaktionen auf Gewalt sind ansteckend. Das ist wesentlich, weil alle Journalisten immer, vielleicht auch Journalisten geil, aber immer wieder auch angesteckt werden von dem Stress, von dem sie hören und von dem Leiden und von all dem und sich eigentlich dann sekundär kontaminieren. Genau das Gleiche ist bei vielen Therapeuten, die dann nur noch über ihre traumatisierten Patienten reden und selbst denen es selbst ganz schlecht geht und die dann dabei auch ausbrennen. Das ist nicht sinnvoll, es hilft niemandem. Ich hätte gerne in dieser Stunde oder Faststunde angestoßen, dass alle von Ihnen, wenn Sie mit Patienten zu tun haben, die Gewalterfahrung gemacht haben, dass Sie sofort sich fragen, wo ist Kontrolle, wo kann ich Kontrolle zurückgeben, wie kann ich Verständnis erarbeiten und wie kann ich einen Spalt weit aufmachen, dass der Mensch dann selber seine Sinnhaftigkeit findet. Ich hoffe, dass Sie sich bewusst sind, dass man ökologisch mit diesen Erfahrungen umgehen kann und nicht schadet, indem man den Patienten oder die Klienten nochmals chaotisch erzählen lässt in diesem Chaos, wo Erfahrungen und Gefühle und Geschichte und Symptome alle zusammen gemischt werden. Und das Ziel ist zu sagen, eigentlich sollte das nicht nur jeder Therapeut, sondern viele Menschen mehr, jeder Lehrer zum Beispiel, mit ganz einfachen Techniken einen Teil davon leisten können. Warnung, bevor Sie
diese 5 Techniken therapeutisch oder mit auch nur schon präventiv anwenden, bitte üben Sie vorher im Trockenschwimmen. Denn auch hier gilt primum nihil nocere. Zuallererst dürfen wir nicht schaden. Damit danke ich allen für eure Aufmerksamkeit und stelle nun meinen 3, wie soll ich dem sagen, Zoom-Fuzis. das alles zur Verfügung, dass die Menschen mit euch reden, respektive mit mir reden können über euch. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Gisela, für den Vortrag. Und ich war ja schon auch in deinem Seminar und war ganz beeindruckt. Also zum einen, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das ganz klar ist, wie viel du gesehen und erlebt hast. Und das ist einmal der Dank, dass du dein Know-how hier so weitergibst, aber auch der Dank, was du geleistet hast und in welche schwierigen Situationen du gegangen bist, um Menschen zu helfen. Und ja. Das ist eine Frage der Sinnhaftigkeit für mich. Ja, wenn ich exponiert war, und ich war wirklich in vielen schlimmen Sachen exponiert, irgendwann wusste ich, ich muss es weitergeben, das ist die einzige Art, wie ich weiterleben kann. Wunderbar, und das spürt man auch, und du hast so viel gesehen, und das, was wir heute gelernt haben, ist einfach die Essenz, ne, was wirklich wirkt, und in den Ländern, in denen du warst, gab es nicht viele Ressourcen, und das heißt, was da rausgekommen ist bei deiner Arbeit und was du jetzt so komprimiert in diesem Vortrag, für den wir dir wirklich ganz herzlich weitergeben, ist, was du gelernt hast, wie es sozusagen sehr fokussiert und schnell und mit wenig Ressourcen geht und wie du auch Leute in anderen Ländern möglichst schnell schulen kannst, dass sie hilfreich wirksam werden, und ein großer Multiplikator warst, und da kann ich nur sagen, zutiefst Respekt und Dank dafür und vielen Dank, dass du uns das so komprimiert vermittelt hast. Und genau, Manfred nickt. Wir geben im Chat jetzt die Fragerunde frei, sammeln die ersten Fragen, und währenddessen möchte ich noch kurz die organisatorischen Sachen machen. Ich brauche einmal die Bildschirmfreigabe, Manfred. Ja, mache ich. Oder machst mich zum Host? Ja, mache ich. Wunderbar. Also, je nachdem, falls man sich noch mal weiter erkundigen möchte, gibt es einmal audiovisuell noch mal ein 2-tägiges Seminar, was Manfred schon angekündigt hat, wovon ich auch gerade gesprochen habe. Und die Teilnehmer bekommen einen Rabattcode dafür zugeschickt. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist das Buch von Gisela mit auch sehr vielen praktischen Übungen und komprimiertem Wissen. Im Springer Verlag erschienen, wer sich da tiefergehend mit beschäftigen möchte. Das Handout zum Vortrag, also wir haben 2 Sachen. Das Handout bekommen Sie zugeschickt, und es wird später auch noch in den Methodenschatz gestellt. Es wird aber noch eine Weile dauern, weil wir die Folien zusammenschneiden müssen und die noch bearbeitet werden müssen. Das heißt, die kompletten Folien, das wird ein Weilchen dauern. Sie werden dann über unseren Newsletter informiert, sobald die wirklich da stehen. Und Sie kriegen aber vorab das Handout von der Gisela, so wie Sie den Link zugeschickt haben, bekommen haben, in den nächsten Tagen in Ihr E-Mail-Fach. Das ist das eine. Das zweite ist im Methodenschatz, den kennt der ein oder andere vielleicht schon, haben wir nochmal eine Zusammenfassung. Im Methodenschatz finden Sie kostenfreie Methoden und Materialien zu ganz vielen Themen. Die Materialien von Gisela finden Sie unter dem Thema oder unter dem Reiter Trauma. Da haben wir einmal eine Zusammenfassung und eine ausführlichere Anleitung zu der Atemtechnik, sodass man sie gut mit Patienten anleiten kann. Und dann nochmal eine Zusammenfassung im Fließtext von dem Vortrag, der sehr komprimiert ist und wo die 5 Schritte nochmal nacheinander aufgeführt sind. Der Methodenschatz ist immer so aufgebaut, dass es sehr, sehr praxisorientiert ist, was da reinkommt. Also auch dazu sind Sie herzlich eingeladen, und auch das ist kostenfrei. Hier haben Sie den Link. Frauke Nihus.net, Methodenschatz, das finden Sie, wenn Sie es googeln, sofort.
Dann bleibt uns noch, Sie zu den nächsten Hypnosalons einzuladen. Wir haben weiterhin viele. Wir planen auch schon 2023. Der nächste Vortrag ist von Reinhold Bartel. Sucht ist keine Lösung oder doch? Und die Abmeldung, die Anmeldung ist ab sofort freigeschaltet unter meg-frankfurt.de Hypnosalon. Und das sind unsere organisatorischen Informationen. Ich übergebe jetzt an Manfred, der noch die Fragen aus dem Chat an Gisela stellen wird. Und wenn wir damit fertig sind, dann werden wir wechseln auf WanderMe, wer Lust hat. Gisela wird auch auf WanderMe kommen und wird Ihnen noch für Fragen zur Verfügung stehen. Auch dafür einen großen Dank, Gisela. Manfred und ich gehen auch dorthin, werden uns aber erstmal von Gisela zurückhalten, damit Sie ganz viel davon haben und ganz viele Fragen stellen können. Und den Link für WanderMe stellt Lisa jetzt in den Chat. Hier sehen Sie ihn auch noch einmal eingeblendet und auch eine Anleitung, wenn Sie das noch brauchen. Aber im Grunde genommen müssen Sie nur den Link anklicken. Wir haben vorhin schon mal geprobt. Bei der Gisela funktioniert die Kamera nicht so richtig. Das heißt, Sie können Gisela wahrscheinlich nicht sehen, sondern Gisela ist in einem lila Kreis mit einem G da drin. Falls jetzt nicht doch irgendwie der Computer noch die Kamera freigibt. Es kann sein, dass es einfach durch Zoom blockiert war. Das wissen wir nicht ganz genau, weil wir leider noch nicht so technikaffin sind. Genau, das sind die organisatorischen Dinge. Und dann übergebe ich an Manfred und die Fragerunde. Ja, vielen Dank, liebe Frauke. Ich gebe gerne die Fragen an Gisela weiter. Gisela, das war ja der sicher weltweit erste Vortrag über Traumatherapie, wo du dieses Wort Trauma nur einmal am Anfang benutzt hast. Und die erste Frage ist da natürlich, gibt es nicht Erfahrungen, Extremerfahrungen, Belastungserfahrungen, die für jeden traumatisch wirken? Oder ist es so, wie ich dich verstanden habe, dass die Art des Umgangs mit dieser Belastungserfahrung individuell sehr unterschiedlich ist und nicht jeder traumatisiert wird durch Extremerfahrungen? Es gibt zwei. Es gibt eine große Untersuchung von Edna Vohr, die ein Leben lang in Philadelphia mit vergewaltigten Frauen gearbeitet hat. Und sie hat sehr viel auch statistisch gearbeitet und konnte nachweisen, dass vergewaltigte Frauen eine große Chance haben, dass nicht ohne Leiden, ich habe nicht gesagt ohne Leiden, aber das gesund zu überleben unter gewissen Bedingungen. Sie müssen es jemandem sagen können und das familiäre Netz muss sie unterstützen oder das Freundesnetz. Die Frauen, die, sie sagt dann, alleinerziehende Mütter, farbige Mütter, natürlich Nordamerika, Philadelphia mit einer großen schwarzen Community, die nicht reden dürfen darüber, aus irgendwelchen Gründen. Ich denke an unsere bosnischen Frauen, die vergewaltigt worden sind und jahrelang nicht, oder jetzt die jesidischen Frauen, die nicht darüber reden dürfen, darüber reden können und keinen Vorwurf kriegen. Die Frauen, wo es dann gesagt wird, ja, aber so ein bisschen schuld bist du trotzdem, weil du und du bist nicht im richtigen Ort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und alle diese moralisierenden Dinge, die sind ganz stark traumatisierend dann und dann kann die Frau das nicht überwinden. Das Zweite ist, dass eine meiner ganz lieben, sehr kompetenten Kolleginnen aus London, Dora Black, hat immer gesagt, es gibt ein Trauma, das alle traumatisiert. Das ist, when father kills mother. Also wenn der Vater die Mutter tötet. Und ich habe nicht in meiner Praxis nicht so viele Male das erlebt als Kinderpsychiater, bis ich und dachte, naja, es wird wohl so sein, bis dann einmal ein Team, ein kinderpsychiatrisches Team in der Schweiz, mich notfallmäßig zur Supervision haben wollte, weil ein Jahr später, nachdem mein Vater die Mutter umgebracht hat, die beiden Kinder keine PTB, posttraumatischen Belastungsstörungen zeigen. Was übersehen wir? Was haben wir falsch gemacht? Und ich habe mir dann angehört, was die Leute gemacht haben. Sie haben ein sehr interdisziplinäres Team. Und am Tag drauf, also am Morgen nach der Bluttat, ist die Sozialarbeiterin der Kinderpsychiatrie aufgetaucht, hat die Kinder zu einem Onkel
im gleichen Dorf gebracht, wo die Kinder sich schon kannten untereinander. Sie mussten nicht die Schule wechseln. Die Kinder haben eigentlich jetzt auch wieder neben dem Leid, neben dem Verlust, der Vater geht ja ins Gefängnis dann, oder? Die Kinder haben quasi eine Routine weiterhaben können. Und die Routine, die weitergeht, ist zentral wichtig nach Gewalterfahrungen. Und ich habe die Kinder selber nicht gesehen, aber ich glaube, dort ist die Aussage von Dora Black zum Gegenteil bewiesen worden. Auch dort ist es möglich, wenn man psychosozial, biopsychosozial Beruhigung in der Familie. Sie hat auch geschaut, es war eine Migrationsfamilie natürlich, gibt es zwar auch bei den Schweizern, aber es war eine Migrationsfamilie, sofort auch mit finanzieller Unterstützung, dass also diese Familie nicht quasi anfangen musste, sich das abzusparen am Mund, dass sie die zwei Kinder übernahm, sonst gab es großzügige finanzielle Hilfe auch. Und das hat den Kindern die posttraumatische Belastungsstörung erlassen. Ich habe viele Gefolterte gesehen, schwer Gefolterte, gerade Südamerika, Mittlerer Osten, die gesund bleiben. Ich sage nochmals, Leiden ist keine Krankheit. Und Gewalterfahrungen lassen uns alle immer wieder leiden, aus verschiedenen Gründen, eben wegen unserer Werte unter anderem. Aber krank werden davon ist ein nächster Schritt. Und wenn der psychosoziale Anteil funktioniert, würden viel weniger Leute davon krank. Darüber reden, zu reden getrauen, die Parzivals-Frage zu stellen, woran leidest du, dass die Leute reden dürfen und nicht sagen, ich will es gar nicht wissen, ich weiß, es ist furchtbar für dich und es wird wieder schlimm, wenn du es nochmal erzählst. Ja, dann ist das vielleicht nicht die richtige Adresse, aber es muss darüber geredet werden. Ja, vielen Dank, und dafür ist diese kognitive Erarbeitung des Ereignisablaufes ein wichtiger Punkt. Genau. Das darf nicht in den überwältigenden Gefühlen untergehen, sondern das ist wichtig, damit es im Gehirn wieder sortiert ist und auch verarbeitet werden kann. Hier gibt es noch eine weitere Frage, nämlich zu dem Schlussakt. Könntest du das ein bisschen erläutern, wie ein Schlussakt zum Beispiel aussehen kann? Also, ich komme nochmal zu meiner zentralamerikanischen jungen Frau zurück. Der Schlussakt hat das Ziel, dass der Mensch etwas, wir leben ja alle übers Tun, nicht nur übers Denken. Und wenn man diese 5 Techniken anwendet und erarbeitet, ist das ja viel Reden und Denken, aber nichts tun. Und die Integration die Integration kann gefördert werden, indem der Mensch etwas tut, mit dem er sich selber beweist, das ist vorbei, ich kann diese Seite in meinem Leben drehen oder ich kann dieses Kapitel in meinem Lebensbuch abschließen und ein neues Kapitel anfangen. Diese junge Frau hat nach der Arbeit dann gesagt, ja, es ist klar, ich werde das meinem Fiancé erzählen und wir werden zusammen nochmal dorthin gehen. Dankbar, dass ich überlebt habe. Sie war relativ schwer verletzt. Sie hat eine Kopfverletzung zusätzlich. Wir gehen da nochmal hin und sind beide sind dankbar. Und die Beziehung ist nicht abgebrochen worden, sondern sie ist weitergegangen. Was eigentlich selten ist in Zentralamerika. Männer haben gerne unberührte Frauen. Ja? Oder ich denke an ein anderer Schluss sagt, jemand hat einen Verkehrsunfall gehabt, als Beifahrer, als Fahrer und getraut nicht mehr ins Auto zu gehen. Der Schlussakt kann sein, das erste Mal mit der ganzen Geschichte, mit dem bekannten Gefühl, das Auto zu besteigen. Das muss man dann sehr genau planen, dass der Mensch ruhig ist, er muss atmen, er muss vielleicht mit jemandem zusammengehen, das Auto besteigt, das erste Mal vielleicht nur mitfährt und ein zweites Mal dann auch selber wieder fährt, damit diese Vermeidung überholt wird. Und denn solange Vermeidung da ist, ist es nicht integriert. Ist das... Ja, vielen Dank, liebe Gisela. Eine letzte Frage, wir überziehen möglicherweise 2 Minuten. Bei dieser Erarbeitung des
dieser kognitiven Erarbeitung des Ereignisablaufes ist es ja sehr wichtig, dass die Gefühle nicht überschwappen da reinkommen und den Verstand wieder ausschalten. Wie kann man verhindern, dass diese Gefühle, diese überwältigenden Gefühle, die Flashbacks, dass die nicht stören? Nicht aufkommen. Genau, ja. Ja, das ist eine Frage. Erstens ist es eine Frage der Technik, die muss man einfach beherrschen. Und es ist nicht freischwebendes Reden, sondern sind präzise Fragen wie der Polizist. Wann ist es genau passiert? Das sind die 5W-Fragen. Wann ist es passiert? Wann genau? Und dann wird die erste Säule erarbeitet, als es das noch ganz gut war, damit man nochmal Sicherheit hat. Und dann gibt es wer, wann, wie, wo, was, ja, nicht, warum. Das ist die erste Technik, das ist die linguistische Technik. Sehr präzise Nachfragen. Ich will genau wissen, was für Wetter es war, wenn es draußen war. Ah, es hat geregnet, also der Boden spiegelte mit den Scheinwerfern nachts. Ich will den Film des Klienten quasi so realistisch wie möglich von seinem Kopf in meinen Kopf übernehmen. Zusätzlich gibt es relativ viele Techniken, also man muss sehr aufmerksam sein natürlich, man hat kein Papier, das ist klar, sonst verpasst man alles. Und man sieht natürlich in der Atmung, wenn die Menschen anfangen wieder zu fühlen, da muss man sofort unterbrechen, eine nächste Frage stellen, eine kognitive Frage stellen, vielleicht auch antippen, sich anschauen lassen, die Leute zurückholen ins Hier und Jetzt. Das ist eine Frage der Technik, die muss man einfach üben. Ja, vielen Dank, liebe Gisela. Wir sind mit den Fragen am Ende. Die anderen Fragen, die noch da sind, können Sie direkt an Gisela stellen, wenn Gisela dann bei Wandermee ist. Vielen, vielen Dank für deinen tollen Vortrag, liebe Gisela. Du bist wirklich, du lebst das, was du, wovon du geredet hast, und bist extrem stressresistent. Wir hatten nämlich unter uns gesagt, bis 18.58 Uhr den YouTube-Streaming nicht zum Laufen bekommen. Und dann machst du einen solchen Kaltstart mit einer solchen tollen Präsentation. Vielen herzlichen Dank. Ich übergebe an Frauke für die Schlussworte. Ich mache die Schlussworte, wir gehen rüber zu Wandermee und das, was Gisela, du gerade gesagt hast und auch diese Technik, wie man genau fragt, in dem Methodenschatz hast du es auch aufgeführt, weil das ja auch ein zentraler Punkt ist und da sieht man auch Beispielinformationen, vielleicht das auch nochmal, weil wir hier die Zeit so kurz haben, nochmal als Information rein, das ist, hast es wirklich wunderbar zusammengefasst. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, Gisela, bei Ihnen als Teilnehmer. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal und jetzt freuen wir uns auf Wandermee. Wir kommen sofort rüber. Sie haben den Link, wer noch Lust hat. Geben Sie uns 2-3 Minuten. Wir müssen hier noch alles schließen und sind dann bei Ihnen und bis dahin können Sie schon nette Kollegen kennenlernen. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.